Ja, auch auf unserem Grundstück gibt es traurige jüdische Schicksale. Wir haben festgestellt, mindestens 23 Bewohner, die dort gewohnt haben, wurden von den Nazis ermordet. Hinzu kommen zwei Geschäftsleute und eine Hausbesitzerin. So kommen wir also auf 26 jüdische Schicksale. Wir sind vorgegangen, dass wir zum Beispiel geschaut haben, 1939 gab es eine Volkszählung. Und die Nazis haben auch die Religionszugehörigkeit festgehalten. Dann haben wir geschaut, was aus diesen Leuten geworden ist. Die meisten Todesschicksale, das ist hier in diesem Haus 48a und 48b in der Zimmerstraße. Wir hatten hier in der Lindenstraße 61, 60 im Erdgeschoss war das Geschäft von Arthur Alexander. Und er hat dort auch gewohnt, sein Bruder hat dort ebenfalls gewohnt. Arthur Alexander hatte ein Geschäft für Schuhbedarf. Also wenn jemand Schuster war, hat Schuhe hergestellt, der ging dann zu Arthur Alexander und hat dort eingekauft. Herr Alexander wurde deportiert und in den Akten ist sehr detailliert aufgeführt, welche Gegenstände bei ihm beschlagnahmt wurden. Die Möbel wurden später verkauft. Das haben die Nazis alles Punkt für Punkt aufgeführt. Und es waren sehr viele Leute daran beteiligt, die Leute zu deportieren, zu verfolgen und zu ermorden. Bei unseren Recherchen sind wir auch auf sehr niederträchtige Dokumente gestoßen, zum Beispiel auf eines aus dem Landesarchiv Brandenburg. Hier sieht man eben, dass diese Schnapsfabrik Hölz am 1. Februar 1943 an den Oberfinanzpräsidenten Berlin schreibt und einklagt die Miete von 80 Mark monatlich für einen Juden, nämlich den Juden Arthur Israel Alexander, der aber inzwischen bereits deportiert war. Besonders erwähnen möchte ich die Schützenstraße 33. Dort wohnte die Familie Tanin. Diese Familie wurde in Auschwitz ermordet. Nur die älteste Tochter Esther überlebte. Und mit ihrer Tochter stehen wir in Kontakt. Sie konnten wir ausfindig machen und sie kann uns noch einiges über das Schicksal dieser Familie berichten. Mein Name ist Paula und ich bin die Tochter von Esther Pophelis Tanin bzw. die Enkelin von Mordechai Markus Penina Pophelis Tanin. Ich habe hier ein kleines Foto. Das ist halt meine liebe Mama, 60er, 70er Jahren, ich weiß es nicht genau. Und sie ist halt die einzige Überlebende aus dieser Zeit. Mein Großvater war Kirschner vom Beruf. In Krakau ist er geboren. Meinem Großvater wurde alles weggenommen, was er hatte. Und er musste Schnee schippen. Es war Winter. Ja, und daraufhin bekam er eine Lungenentzündung und lag im jüdischen Krankenhaus in der Iranischen Straße. Während dieser Zeit meine Großmutter mit den beiden Kindern, also Geschwister meiner Mutter, die eine hieß Ruth, sie war 10 Jahre alt, der andere hieß Uri, war 2 oder 3 Jahre alt, wurden dann abgeholt. Meine Mutter, als sie meinen Vater im Krankenhaus besuchte, da hatte sie ihm das erzählt. Daraufhin bekam er vor Aufregung einen Herzinfarkt und ist verstorben. Deswegen hat er hier im Weißen See ein Grab. Die anderen sind ja in Auschwitz umgekommen. Meine Mutter durfte auch nicht mehr in die Wohnung rein. Im Endeffekt wurde sie dann auch abgeholt, da dieser Bahnhof da in Grunewald, wo die Züge nach Auschwitz gehen. Und da stand sie an der Reihe mit vielen anderen. Es waren Hunderte, ich weiß nicht, wie viele Tausende, keine Ahnung, es waren sehr, sehr viele Menschen waren da. Und sie stand an der Reihe und da war ein SS-Offizier und er holte nur sie aus der Reihe raus. Und er sagte ihr, du steigst hier nicht ein. Und er ließ sie dann nicht einsteigen. Er gab ihr einen Zettel mit und sie sollte wieder zurück. Ja, und er hat ihr das Leben gerettet. Ja, es konnten noch einige Schicksale geklärt werden. Wir haben auch noch Leute gehabt, die sich hier gemeldet haben. Zum Beispiel eine Dame aus London.
die hat unseren Artikel gelesen und sich mit uns in Verbindung gesetzt. Sie war hier zu Besuch. Sie ist die Einzige im Grunde genommen, die noch lebt, die auf dem Grundstück gewohnt hat. Insgesamt sind es jetzt 87 Schicksale, die wir inzwischen klären konnten, davon 48 Todesopfer. Es gab unter den jüdischen Geschäftsleuten und Bewohnern aber auch 39, die sich ins Ausland retten konnten oder die sich in Berlin verstecken konnten. Was ich zum Beispiel ein sehr bewegendes Schicksal fand, ist von einem Heinrich Grünbaum. Der wohnte im Haus der Familie Tanin in der Schützenstraße 33. Er war ein Gehörloser. Und dann kam ich dann Stück für Stück an die Akten. Und das finde ich schon ganz enorm, dass der Mann das geschafft hat. Der ist dann danach in die USA ausgewandert. Er hat überlebt, hat geheiratet, auch eine Tochter noch bekommen. Und hier können wir ihn noch mal sehen. Na, wir hatten ja unsere erste Veröffentlichung dann zu dem ganzen Thema. Und im Sommer vergangenen Jahres kriegte ich auf einmal einen Anruf hier von unserem Haussicherungsdienst. Da habe sich jemand gemeldet und ich hörte nur Edgar Lachs. War natürlich ganz elektrisiert und das war der Sohn. Bobby heißt er, selbst ein Journalist. Und der hat sich auf Spurensuche begeben, wollte die Geschichte seines Vaters für einen eigenen Film erzählen. Und als er hier im Hotel saß in Berlin, hat er dann mal die Zimmerstraße 48 gegoogelt und fand auf einmal den Namen seines Vaters und unseren Artikel. Und so kam die Verbindung zu Bobby Lachs zustande. Und Edgar Lachs war 15 Jahre, als er mit einem Kindertransport sich aus der Zimmerstraße retten konnte. Seine Eltern wurden ermordet. Er ist der Einzige, der überlebt hat. Und ich hatte auch versucht, ihn ausfindig zu machen, was mir leider nicht gelungen war. Er war aber auch schon verstorben. Und nach seinem Tod fand sein Sohn Bobby einen Koffer. Und dieser Koffer beinhaltete zahlreiche Briefe, die der Edgar Lachs von seinen Eltern aus der Zimmerstraße bekommen hat. Darin befanden sich Fotoalben. Man sieht die Familie Lachs in Berlin auf ihrem Balkon glücklich. Also das ist hier zum Beispiel ein Dokument aus der Wiedergutmachungsbehörde hier in Berlin. Da sieht man Edgar Lachs, dass er in London wohnte. Von daher wusste ich also, dass Edgar Lachs überlebt hatte. Und so war es eine glückliche Fügung, dass sein Sohn auf den Spuren des Vaters wandelte und wir uns dann hier wirklich in Berlin getroffen haben. Ja.